Hallo, liebe Freunde, heute melde ich mich mal von einem ganz speziellen Ort. Ja, wir sind gerade in den letzten Zügen von einem der Zimmer, die wir renoviert haben, beziehungsweise alle haben ja auf der dritten Etage jetzt einen neuen Balkon bekommen. Und ja, auf der Baustelle sieht es natürlich noch wild aus. Ja, wir haben ja wieder die Möbel selber gebaut. Schaut mal, hier kommt das Bett hin, da kommt eine schöne Ablage hinten. Ja, der Riso macht gerade die Leisten noch drumherum. Ja, oben das Stuckprofil ist schon dran. So, und schaut mal, hinter mir ist der Ausgang praktisch und das Fenster. Ja, seht ihr das? Klar, da sind jetzt noch keine Platten auf dem Boden. Moment, ich zeig's mal. Andersrum. So, fehlen noch die Platten draußen. Und wir machen natürlich noch ein bisschen Kosmetik bei den Gabionen. Da kommt noch eine schöne Holzverkleidung davor. Also das wird Schmuck, das haben wir alles für Montag geplant und ich hoffe, dass wir fertig werden, wenn nicht Dienstag, ja. Und noch eine kleine Veränderung, die zeige ich euch. So, das kennt ihr ja bestimmt, das ist der Flur von der dritten Etage und ich drehe mich jetzt mal um Richtung Notausgang. Seht ihr den Notausgang? Die Glasbausteine sind hier praktisch weg und wenn man jetzt mal geradeaus geht, seht ihr, hier ist irgendwas umgegraben, oder? Sieht man, ja? So, und da kommt nämlich unsere neue Liegewiese hin. Ja, hier haben wir jetzt Gras angesät und da können wir jetzt schön liegen. Vorher war ja immer das 308, das Zimmer, zu der Seite raus. Das haben wir jetzt geändert nach hinten. So können jetzt schön hier Leute in der Sonne liegen, weil nämlich hier oben, da ist nämlich Süden und dann habt ihr den direkten Einfall auf die Liegewiese und ein Baum steht auch noch davor. Soeben waren wir ja in einem Classic Plus Nordseite, so heißen die jetzt. Also Nordseite hier zur Nordseite eben, ja. Und jetzt haben wir auch drei Zimmer zur Südseite, die auch einen neuen Balkon bekommen. Da gehen wir mal raus. So, schaut ihr, heute regnet es natürlich ein bisschen, ja, und es ist auch noch kein schöner Belag drauf. Aber dieser Blick habt ihr dann, wenn ihr in Zukunft Classic Plus Südseite bucht. Ja, seht ihr so am Türmchen, das ist praktisch auf unserem neu gebauten Tagungs-Eventraum. Da kommen jetzt drei Zimmer hin, beziehungsweise drei Zimmer sind dort, wo dann der Balkon dafür gerichtet wird. Am Samstag, den 6.3., läuft auch vorläufig zum letzten Mal unser Live-Cooking-Event Volume 4. Wir haben schon fleißig Anmeldungen. Wir wollen euch nur noch mal erinnern, ihr könnt noch 2 Tage, nee, 3 Tage könnt ihr noch bestellen, also Samstag, Sonntag und Montag, falls ihr noch Interesse habt und nicht, dass ihr später sagen könnt, ich habe es euch nicht gesagt, okay? Und ansonsten danach werden wir ein schönes Frühlings-Osterpaket planen, dafür bekommt ihr noch extra Nachricht. Aber wir arbeiten jetzt schon in die Richtung hin, dass wir irgendwann bald öffnen können. Also man muss ja irgendwann noch anfangen, nicht, dass es irgendwann heißt, nächste Woche dürft ihr wieder öffnen und dann müssen wir noch viele Sachen erledigen. Deshalb arbeiten wir jetzt in diese Richtung und ich hoffe auch, dass es bald wieder aufgeht, ja. Aber wisst ihr, worauf ich mich als erstes freue? Als erstes freue ich mich mal wieder auf den Friseur, ja. Ich habe direkt am Montag, seht ihr, guck mal, ey, das ist schon richtig so hoch, ja. Am Montag habe ich direkt 3 Termine geplant. Für meine Familie direkt um 10 Uhr den ersten nehme ich wahr. Ich hoffe, euch geht es noch gut. Ihr habt das schöne Wetter die Woche genossen. Nächste Woche ist auch wieder schönes Wetter. Und wenn ihr aus der Region kommt, probiert doch mal am Wochenende unseren Wildburger. Wir haben jetzt auch noch zusätzlich einen Veggie-Burger. Ja, also wir sind so überzeugt davon. Und wenn ihr aus der Region kommt, bestellt ihn einfach mal. Ja? Ich wünsche euch alles Gute. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ich hoffe es ganz fest. Okay? Macht's gut. Ciao.